herzlich willkommen. Mein Name ist Helga Forstner. Ich unterrichte Violoncello an der Musikschule Ulm und möchte euch dieses Instrument jetzt vorstellen. Das eben gehörte Stück war Der Schwan von Camille Saint-Saëns. Es ist eines der schönsten Stücke für das Cello, denn es beschreibt den schönen, warmen, weichen, ruhigen Ton des Cellos. Wenn man sich so ein Cello anschaut, ist es sehr menschlich oder hat einen menschlichen Charakter. Die Tonlage ähnelt sehr unserer Sprechstimme. Kann man ganz leicht nachsingen. Der Bogen, womit man die Saiten streicht, besteht aus Pferdehaaren hier unten. Das kann ich euch hier an dem kleinen Bogen zeigen. Da hängen die Pferdehaare am Frosch. Den befestigt man hier an der Bogenstange und spannt ihn mit der kleinen Schraube. Das Cello kann man ab einem Alter von 5 Jahren anfangen, denn es gibt auch Celli in kleinen Größen, wie dieses hier. Das ist ein Viertelcello, aber es gibt auch noch ein Cello in einer kleineren Größe, in einer Achtelgröße. Und bis zu diesem Ganzen gibt es noch das Halbe- und das Dreiviertelcello, was man sich ausleihen kann. So, nun wollen wir aber hören, wie das Cello klingt. Zuerst die tiefen, satten Töne. Lustig und spritzig kann es aber auch klingen. Wie ein Löwe, kraftvoll. Oder ganz grazil wie eine Gazelle. Achtung, jetzt wird's sphärisch. Das waren Flageolettöne. Wenn ich jetzt den Finger runterdrücke, klingt das so. Oder so. Wenn ich aber keine Lust habe, mit dem Bogen zu spielen, dann lege ich den beiseite und kann die Töne auch zupfen. Kann ich ganz schön viel auf dem Cello spielen. So alleine macht es aber nicht so sonderlich viel Spaß. Deswegen brauche ich andere Musiker. Wo finde ich die? In einem großen Orchester zum Beispiel. An unserer Musikschule gibt es auch ein Anfängerorchester. Man kann also schon nach den ersten paar Monaten anfangen, mit anderen zu musizieren. Oder mit Pianisten. Oder mit anderen Geigen. Oder Bratschen, Kontrabässen und mit Querflöte oder Blockflöte klingt das Cello auch sehr schön. Ja, aber wenn ich keine Lust auf Klassik habe, kann ich auch sowas spielen. Zum Schluss möchte ich euch mein Lieblingsstück vorspielen von Johann Sebastian Bach, das Prälude in G-Dur. Musik.
hoffe, das Cello hat euch genauso begeistert wie mich. Und wir sehen uns wieder in der Musikschule. Tschüss!